Tatort Straßburg. Frankreich an der Grenze zu Deutschland. 270.000 Einwohner. Sitz des EU-Parlaments. Wir treffen Paul Rübig, Oberösterreichs Spitzenkandidaten für die EU-Wahl im Mai. Die EU-Abgeordneten arbeiten zu wenig, denkt knapp die Hälfte der Österreicher, laut einer aktuellen Market-Studie. Es ist Montag früh. Die EU-Parlamentarier sind in Straßburg angereist. 8.30 Uhr und die Parlamentswoche beginnt. Und damit Besprechungen, Sitzungen, Vorbereitungen werden getroffen. Um 5 Uhr am Nachmittag beginnt das Plenum und dauert in der Regel bis 11 Uhr abends, sodass also dann im Plenum die sensiblen Themen dementsprechend durchdiskutiert werden. Zur gleichen Zeit finden viele andere Sitzungen im Hause statt, wo wir die Abstimmungen für den nächsten Tag vorbereiten. Am Dienstag geht es dann wieder um 8.30 Uhr los. Um 12 Uhr Mittag wird im Plenum abgestimmt. Hunderte Änderungsanträge können das pro Tag sein. Und es geht wieder weiter bis 23 Uhr. Mittwoch der gleiche Plan, Donnerstagabend geht's wieder nach Hause. Wochenendtermine in Oberösterreich warten. Wir bleiben aber in Straßburg. Im Grunde geht's von 8 bis 23 Uhr jeden Tag durch, erzählt Paul Rübig. Der 60-Jährige ist 6 Monate im Voraus im Halbstundentakt zugeplant. Und hier aber nicht einmal alle Anforderungen entsprechen kann, weil natürlich wir haben für jeden Abend durchschnittlich 5 bis 10 verschiedene Einladungen auch und wo ich dann sehr selektiv mir das aussuchen muss, was für uns in Oberösterreich oder in Österreich am meisten bringt. Ohne sein Team wäre das nicht zu schaffen. 3 Assistenten begleiten den gelernten Schmied ständig. 2 Angestellte hat der EU-Parlamentarier in Oberösterreich und weiters 2 Studierende, Teilzeitkräfte und 2 Praktikanten. Was passiert im EU-Parlament? 9 von 10 fühlen sich schlecht informiert. Gesetze werden gemacht, wie zum Beispiel verschärft seit der Finanzkrise im Banken- und Versicherungssektor. EU heißt Frieden, betont Paul Rübig. Das vergessen viele. Politik hat das Militär in der Konfliktlösung ersetzt. Und ein konkretes Beispiel, was jeder, der über eine Landesgrenze fährt, spürt, sind Roaminggebühren. Ein Thema, für das sich der Welser selbst stark gemacht hat. Da haben wir vor vielen Jahren einmal eine Besuchergruppe aus Linz da gehabt, wo eine Studentin sich dann nachher bei mir beschwert hat, wie es sein kann, dass man für ein Gespräch von Brüssel nach München ganz einfach nicht 7 Cent wie in Österreich bezahlt, sondern 3,60 Euro. Und ich muss sagen, sie war zwar verliebt, sie hat über 2 Stunden telefoniert, aber das hat letztlich dann einen Riesenkrach in der Familie ausgelöst, weil natürlich das Telefonieren, das eine Telefongespräch war teurer wie die ganze Reise nach Brüssel. Paul Rübig hat darauf alle Hebel in Gang gesetzt und in 7 Monaten war eine Verordnung auf dem Tisch, die Roaminggebühren europaweit geregelt hat. Österreich soll mehr Einfluss im EU-Parlament haben, finden 2/3 der Befragten. Dieses Jahr soll die 4. Roaming-Verordnung durchgehen, denn was das Internet-Roaming betrifft, gibt es noch sehr große finanzielle Fallen. Wir haben zum Beispiel beim Datentarif derzeit, kann man in Österreich 1 GB um 3 Euro kaufen. Wenn man dann über die Grenze nach Freilassing fährt oder nach Passau, kann das bis 540 Euro kosten. Einer von Rübigs Kernbereichen ist auch der Haushaltsausschuss der EU. Da geht's um 130 Milliarden Euro pro Jahr. Mittel, die der Doktor der Wirtschaftswissenschaften verantwortungsvoll einsetzen muss. Wir kontrollieren auch jeden Euro, der ausgegeben wird, ob er effizient eingehalten wird, dass das transparent geschieht und dass Betrügereien auch aufgedeckt werden. Ich muss sagen, ich bin stolz darauf, dass wir im Haushaltskontrollausschuss schon viele Fälle auch zur Betrugsbekämpfungsbehörde gebracht haben und zur Staatsanwaltschaft, um auch den anderen Ländern in Europa zu zeigen, dass hier sehr seriös und hart gearbeitet werden muss. EU-Parlamentarier sind viel unterwegs. Brüssel, Straßburg, Österreich. Ohne sein Team wäre das für Paul Rübig nicht zu bewältigen. Ist eine Woche in Straßburg um, geht's nach Hause und für Paul Rübig damit nach Wels. Dann folgen wieder 3 Wochen Brüssel.